Добар ден, почитувани гледачи, назад во отвореното студио на Еден ТВ. Се враќаме во програмата со делот во кој што ќе поразговараме со нашиот ценет гостин, господинот Михаел Рот, кој што е државен министер во Министерството за надворешни работи на Германија, задолжен за Европа. А според тоа, колку релативно често е во Македонија, би рекол дека е задолжен и за Македонија. Господин Рот, добре дошли во студиото на Еден ТВ. Vielen herzlichen Dank. Вие сте само еден од мноштвото многу високи представници на Германија кои што во последниве недели, во неделите што доаѓаат, ја посетуваат Македонија. Не само што беше канцеларката Меркел, што е историска посета на Скопје. Идната недела, ако сум добро информиран, ги очекуваме и министерот за одбрана, министерката за одбрана, потоа министерот за надворешни работи, а и самиот вие сте веќе неколку пати во посета Македонија во последниве, би рекол, месеци и години. Ние го знаеме интересот на Македонија за Германија и за Европската Унија. Нам ни е Германија најважниот економски партнер. Нашата економска соработка е со над 50% е со Германија. Нашите културни врски, нашите, како да кажем, меѓународни позиции, така натаму се блиско врзани за она што се случува во Германија и во однос на нас. Но што е интересот на Германија за Македонија? За вака висока фреквенција на посети на поддршка. Selbstverständlich liegen uns die Mazedonierinnen und Mazedonier am Herzen und deshalb kommen wir so gerne hierher. Wir sprechen ja sehr oft vom europäischen Friedensprojekt. Ehrlich gesagt ist es uns bislang nur gelungen, Frieden und Stabilität dort zu erreichen, wo sich Mitglieder zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen haben. Und das ist jetzt seit vielen Jahrzehnten die Europäische Union. Und es ist unser gemeinsames, aber auch unser deutsches Interesse, dass aus dem Friedensprojekt EU ein gesamteuropäisches Friedensprojekt wird und Demokratie, Frieden, Stabilität, Wohlstand im westlichen Balkan sind für uns von einem herausragenden Interesse. Wir brauchen Stabilität in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und wir haben seit 2004 an alle Staaten des westlichen Balkans eine konkrete Beitrittsperspektive. Und darüber reden wir jetzt. Und Deutschland nimmt dieses Versprechen sehr, sehr ernst. Јас го разбирам вашето пледоаје за Европската заедница на вредности. Меѓутоа, се чини дека Европската заедница на вредности е во криза во последниве години. Знаеме дека госпоѓата Меркел Скопје го посети после посетата на Франција, од Марсеј дојде, каде што веројатно со господинот Макрон разговарале за перспективите на Европската Унија. Каде се наоѓа, во кој историски момент е ова македонскиот обид да се влезе во Европската Унија, да се почнат преговорите во однос на таа европска криза на заедничките вредности, за чии детали, предпоставувам, не треба да ви елаборирам? Wir haben in den vergangenen Jahren nicht deutlich genug gemacht, dass die Europäische Union in erster Linie nicht ein Wirtschaftsprojekt, sondern vor allem eine Wertegemeinschaft ist. Und diese Wertegemeinschaft ist verpflichtend für alle. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, ein respektvoller Umgang mit Minderheiten. Wir wollen ohne Angst verschieden sein und dabei spielt für uns keine Rolle, welcher Ethnie man angehört, wen man liebt oder an wen man glaubt. Aber ich gebe sehr kritisch zu, darüber herrscht in der EU kein Konsens mehr. Der Nationalismus und Populismus hat sich tief eingefressen. Er bedroht unsere liberale, offene, auf Solidarität beruhende Gesellschaftsordnung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch an den Anfang von Verhandlungen mit Partnern und zukünftigen Mitgliedern diese Fragen stellen. Also es geht uns in erster Linie nicht nur darum, die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, über wirtschaftliche oder über umweltpolitische Fragen zu sprechen. Selbstverständlich sind die sehr wichtig. Ja, ich habe seit einem Jahr mit großer Anerkennung festzustellen, dass es bemerkenswerte Fortschritte gibt. Diese Regierung hat viel getan.
um sich der Europäischen Union in den zentralen Feldern anzunähern, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Selbstverständlich bleibt noch sehr viel zu tun. Was ich gelegentlich bedauere, ist, dass Staaten des Westbalkans, auch Mazedonien, diesen eigentlichen Schatz, den sie ja hegen, nicht so selbstbewusst hervorheben. Sie haben das eben deutlich gemacht. Mazedonien ist wie viele andere Staaten des westlichen Balkans multireligiös und multiethnisch und multikulturell. Und das ist eine Tradition, die ja hier über eine lange Zeit gut funktioniert hat. Das friedliche Zusammenleben von verschiedenen Gruppen. Und das ist etwas, was wir auch dringend in der Europäischen Union brauchen. Und deswegen sehe ich eine Zukunft der Staaten des westlichen Balkans auch nur als Gesellschaften, die sich immer multiethnisch, multireligiös und multikulturell verstehen. Не пропуштате да подвлечете и во сегашната посета и во минатото кое сте биле за историското значење на референдумот во однос на перспективите, евроатлантските перспективи на Македонија. Дури понекогаш, како пред некој ден во Охрид, кога бевте, просто драматично предупредувате дека ако не успее референдумот, европската перспектива на Македонија ќе биде темелно загрозена. Како ви се чини атмосферата во Македонија? Сепак сте доволно во контакт за да можете и своја оценка да имате. Мислите ли дека народот, дека јавноста во Македонија, дека допира во доволна мера оваа порака која се обидувате да испратите? Ich versuche mich natürlich erst einmal auch in die Gemütslage der Mazedonierinnen und Mazedonier hineinzufinden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Diskussion, die seit 27 Jahren währt, eine Diskussion über den Namen, für viele sehr emotional ist und dass vielleicht auch für den einen oder anderen der gefundene Kompromiss schmerzhaft ist. Aber das muss man ganz deutlich sagen, ohne diese Lösung, ohne diesen Kompromiss, den mutige, entschlossene, den europäischen Werten verpflichtete Politiker in Griechenland und hier in diesem Land zustande gebracht haben, ohne diesen Kompromiss kann und wird es keine konkrete Beitrittsperspektive für NATO und Europäische Union geben können. Предпоставувам дека тоа им го говорите и на представниците на македонската опозиција. Како што знаете, тие се воздржаа да излезат со јасен став по прашањето на референдумот. Кој е вашиот совет, кој е вашиот впечаток за нивната позиција? Das, was ich eben gesagt habe, ist ja nicht meine persönliche Auffassung alleine. Es ist die Auffassung der Kanzlerin, es ist die Auffassung der Europäischen Union. Wir stehen dort sehr geschlossen. Ich kann auch gut verstehen, dass es selbstverständlich einer Opposition schwerfällt, einer Regierung zuzustimmen und zu sagen, da hat sie etwas gut gemacht. Aber bei allem notwendigen Streit in der Sache, und das zeichnet ja eine lebendige Demokratie aus, dass man streitet in der Sache, dass man auch in einen harten, aber immer auch fairen Wettbewerb eintritt, wünsche ich mir schon, dass es in den grundlegenden Fragen, die das Zusammenleben der Menschen betreffen, die die Verfassung betreffen, aber auch die europäische Perspektive betreffen, dass es dort einen Konsens gibt zwischen den politischen Parteien. Zu streiten bleibt noch genug und insofern tragen für das Ergebnis nicht nur die Vertreterinnen und Vertreter der Regierung Verantwortung, sondern selbstverständlich auch die Opposition. Und aus dieser Verantwortung darf und kann man auch niemanden entlassen. Како реагираат кога ова ќе им го кажете директно? Предпоставувам дека и на овој начин и со нив разговарате и зад затворени врати. Што се нивните одговори на ова што вие го говорите? Ich bin ja für meine offene Art bekannt. Das gefällt nicht allen, aber ich bin ja auch kein Diplomat, ich bin ja auch nur ein einfacher Politiker. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine klare, aber freundliche Ansage dann doch sehr, sehr hilfreich ist. Und ich erinnere alle hier in Mazedonien vor allem daran, welche Verantwortung sie für die junge Generation tragen. Es gibt in diesem Land wunderbare, hervorragend ausgebildete junge Menschen. Und die wollen nicht nur eine Perspektive haben, indem sie dieses Land verlassen. Die wollen auch eine Perspektive haben, um ihr Land aufzubauen, um teilzuhaben an dieser wunderbaren Erfolgsgeschichte Europas. Das geht aber nur, indem man sich jetzt auf den Weg begibt, sich an die EU anzunähern, um dann auch alsbald der Europäischen Union anzugehören. Also, ich fühle mich hier nicht den Parteien verpflichtet, ich fühle mich hier vor allem den jungen Leuten verpflichtet. Und da habe ich sehr, sehr viele getroffen, die proeuropäisch sind, die ideenreich sind, die kreativ sind und die anpacken wollen.
und die sollten wir nicht enttäuschen. Малкумина во Македонија знаат дека вие во вашето министерство меѓу другото сте задолжени за германско-француските односи. Германско-француската историја е тешка како и европската историја во вековите, би рекол, особено декадите зад нас. Кои се искуствата кои што Македонија може и Грција да ги извлечат од германско-француските односи, таа фантастична една историја на развој на пријателство во последните децении, повеќе од половина век, а кои што би биле корисни за македонско-грчките односи? Ги спомнавте младите, например, Канцеларијата за француско-германска соработка одигра изворедна улога во изминатиот половина век за развојот на германско-француските односи. Може ли таква канцеларија да се замисли во грчко-македонските односи? Das mag sich hier für viele Mazedonierinnen und Mazedonier merkwürdig anhören, aber Deutschland und Frankreich waren mal sogenannte Erzfeinde. Und was Hass und Krieg bedeuten, das hat diese Region in den 90er Jahren auf das Furchtbarste erlebt, mit Krieg und schlimmsten Menschenrechtsverletzungen. Und ich hoffe, dass daraus auch ein Appell entstanden ist, genauso wie in Frankreich und genauso wie in Deutschland, nie wieder Krieg. Wir wollen unsere Konflikte politisch lösen. Und dazu ist es wichtig, dass man füreinander Respekt aufbringt, dass man sich versteht und dass man sich begegnet. Und heute ist die deutsch-französische Zusammenarbeit, die nicht streitfrei ist, sondern die natürlich auch immer wieder zu Konflikten führt, aber das ist in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, auch in einer Ehe ganz normal. Aber daraus ist viel Gutes entstanden, denn wir haben gemeinsam auch Europa vorangebracht. Und ich neige nicht zu der oberlehrerhaften Attitüde oder zum erhobenen Zeigefinger. Aber ich versuche schon auch deutlich zu machen, dass Mut und Entschlossenheit auch etwas hervorbringt, woran vielleicht Politiker, die nur an das Heute und nicht an das Morgen denken, vielleicht zu wenig denken, dass man auch etwas für die Geschichtsbücher und etwas für die zukünftigen Generationen tun kann. Ohne den Mut von Männern und Persönlichkeiten wie de Gaulle oder Adenauer oder Mitterrand und Kohl oder auch anderen wäre es nie zu dieser Versöhnung gekommen, die heute für uns selbstverständlich ist. Und davon kann man schon lernen. Und das Wichtigste ist, dass die junge Generation ohne Stereotype, ohne Vorurteile in Gespräche geht und sich kennenlernt. Und deshalb haben mein französischer Kollege und ich sehr dafür geworben, dass das deutsch-französische Jugendwerk ein Forum der Begegnung und des Austauschs Vorbild ist für das Jugendwerk des westlichen Balkans. Und ich freue mich sehr und bin auch ein bisschen stolz darauf, dass uns das mit vielen anderen Partnern gelungen ist. Das Jugendwerk hier im westlichen Balkan hat mit der Arbeit losgelegt und ich hoffe, dass viele Projekte auch umgesetzt werden können, die deutlich machen, dass das Miteinander allemal besser und lohnenswerter ist und auch spannender und schöner ist als das Gegeneinander. Вие знаете дека македонските анкети на јавното мислење покажуваат дека поддршката на решението за преспанскиот договор и обшто на оваа формула за евроатлантска интеграција на Македонија е многу повисока кај младите отколку што е кај повозрасното население. И како во случајот и на Брексит, како во случајот и на за други прашања, гледаме дека младите генерации одат на една страна која што е со прилично различен поглед на светот од она што постарите го мислат. Бидејќи си заминувате од Македонија, кога ова ќе биде емитувано, вие веќе ќе бидете заминат. Си заминувате како поголем оптимист, односно она што не чека со референдумот, или мислите дека се уште ќе има уште многу да се одработи до денот на референдумот, за референдумот да биде успешен? Selbstverständlich bleibe ich Optimist, aber hier ist noch nichts gewonnen. Hier ist viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und Sie haben zu Recht auf den Brexit hingewiesen, den niemand für möglich gehalten hat. Und deshalb ist es wichtig, dass diejenigen, die für die europäische Perspektive sind, die für Versöhnung und für gute Nachbarschaft eintreten, auch aufstehen und andere ermutigen. Und meine Hoffnung liegt natürlich vor allem auf den jungen Leuten und die mögen bitte auch mit ihren Eltern und mit ihren Großeltern sprechen und mögen sie fragen, wenn du abstimmst am 30., denkst du bitte auch an meine eigene ganz persönliche Zukunft. Und diese Zukunft liegt in Europa und die liegt nicht nur im Nationalstaat. Und deshalb hoffe ich, dass am Ende des Tages
es eine klare und deutliche Mehrheit gibt und dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an diesem Referendum beteiligen. Сепак имам обврска да ја прашам, која ќе биде вашата политика на вашата земја, а и воопшто на Европа, доколку референдумот не успее? Also wir haben ehrlich gesagt keinen Plan B. Das wäre ein schwerer Rückschritt. Ich will auch mal deutlich hervorheben, dass in den vergangenen Wochen ja schon viel passiert ist. Wir haben inzwischen die Einladung zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen seitens der NATO. Unsere griechischen Freunde haben sich im Ministerrat der Europäischen Union sehr deutlich und sehr überzeugend für die mazedonischen Interessen eingesetzt. Das ist etwas, was ich so noch nie gehört habe. Und alle müssen wissen, es steht viel auf dem Spiel und ein Business as usual, sollte das wirklich schief gehen, kann es nicht geben. Господин Род, ви благодарам за гостувањето на отвореното студио во 1ТВ, а вие, почитувани гледачи, останете со нас, следуваат се уште многу интересни содржини.